Und mir jetzt zugeschaltet ist der Landrat von Vorpommern-Greifswald, Michael Sack. Ich grüße Sie, Herr Sack. Guten Tag. Sie wollen die Impfpflicht für Pflegekräfte, die ja eigentlich beschlossen ist und somit umgesetzt werden muss, nicht umsetzen. Warum nicht? Das stimmt so nicht. Wir wollen die umsetzen. Wir brauchen dazu nur die entsprechenden Regeln. Es ist das Gesetz immer von uns umzusetzen. Dazu haben wir uns alle verpflichtet und auch in diesem Fall ist es so. Es braucht aber nicht nur ein Gesetz, um dann diese Arbeit zu erledigen, sondern es braucht auch die entsprechenden Ausführungen dazu, wie wir dann handeln sollen. Und das fehlt uns derzeit noch. Das fehlt im Übrigen allen Gesundheitsämtern in der Bundesrepublik. Und das macht es etwas schwierig, auch in die Vorbereitung zu gehen. Aber es ist nicht trotzdem so, dass gerade bei ihm im Landkreis die Befürchtung da ist, dass einfach dann nicht mehr genug Pflegekräfte vorhanden sind? Ja, Frau Rahn, das haben wir aber deutschlandweit. Das Problem, dass wir eben so wie in der Gesamtbevölkerung, und Sie haben es im vorhergehenden Beitrag ja auch gesagt, dass eben in Deutschland nicht so viele Menschen geimpft sind wie in Dänemark zum Beispiel. Und Sie finden in den Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen eben auch einen doch erheblichen Anteil an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die eben zum Teil nicht geimpft sind, beziehungsweise einen Impfschutz nicht mehr so haben. Und das ist schon ein Thema dann. Es muss ja am Ende jemand am Bett stehen, der die Patienten beziehungsweise die Bewohner der Pflegeeinrichtungen dann auch pflegen kann. Und das ist schon ein Thema. Gerade in dieser Welle, in dieser Omikron-Welle, wird es dazu noch viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter treffen, die dann auch selbst erkranken oder zur Pflege der Kinder zu Hause sind. Es sind Fragen, die wir als Gesundheitsamt beantworten müssen, aber gleichzeitig haben wir in der Kreisverwaltung auch die Aufgabe der Heimaufsicht. Und das muss eben zusammen gedacht werden. Und das ist die große Herausforderung dieser Tage, dazu Antworten und Lösungen zu bekommen, auch für uns, für unsere Mitarbeiter, die dann auch rechtssicher agieren sollen. Wenn Sie jetzt diese Regeln fordern, die Sie brauchen, bis wann, ab wann brauchen Sie, also ich denke mal ab sofort, aber bis wann rechnen Sie damit und von wem brauchen Sie die? Naja, ich denke, der Gesetzgeber ist hier gefordert auf der Landes- und auf der Bundesebene, denn wir wollen doch bundeseinheitlich dort auch agieren. Also es muss gut abgestimmt sein zwischen Bund und Land, damit das eben in allen Gebietskörperschaften auch gleichmäßig durchgeführt wird. Weil es kann auch nicht sein, dass es in einem Bundesland andere Regeln gibt als in einem anderen oder im Nachbarbundesland. Und deswegen denke ich, ist es wichtig, dass wir dort schnellstmöglich diese Regeln bekommen, wie wir das umsetzen sollen, damit wir in die Vorbereitung gehen können. Es braucht ja dann nicht nur Verwaltungsmitarbeiter im klassischen Sinne, die dann die Briefe rausschicken, sondern es braucht Juristen, es braucht im Zweifel auch Ärzte, die die gesundheitliche Situation bewerten, desjenigen, der dort eben sagt, ich kann nicht geimpft werden. Also es braucht eine ganze Menge mehr als einfach nur das Gesetz. Und je eher wir das wissen, desto besser können wir uns auf diese Aufgabe vorbereiten. Und wenn Sie eben diese personelle Unterstützung nicht haben, wenn ich Sie da richtig verstehe, ist die Konsequenz welche? Na, wir sind doch jetzt alle schon in unseren Gesundheitsämtern, in unseren Verwaltungen sehr stark mit Corona eingespannt. Wir haben aus vielen Fachabteilungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter herausgelöst aus den eigentlichen Aufgaben, um in der Pandemiebewältigung tätig zu sein, um das zu schaffen, was da an vieler Arbeit bei uns auf den Tischen liegt und täglich Mehrwert, auch gerade durch die Omikron-Welle. Wenn wir jetzt eine weitere Aufgabe dazu bekommen, ist es natürlich so, dass ich dafür auch das Personal brauche. Ob ich das als Unterstützung von der Landesseite bekomme, also Landespersonal oder woher auch immer. Das ist jetzt die Frage, das muss geklärt werden. Zu viel Personal, was ich jetzt dort insgesamt einsetzen kann, habe ich nicht und haben meine Kollegen garantiert im gesamten Land nicht. Das sind Fragen, die müssen wir klären. Wie gesagt, es braucht sehr fachlich spezifisches Personal. Es muss rechtssicher sein. Also wir brauchen dort Juristen, die tätig sind. Es ist mit Widersprüchen zu rechnen und mit Klageverfahren. Ich brauche die Mediziner, die eben feststellen, ob eben die Impfpflicht hier bei dem einen oder anderen nicht durchgesetzt werden kann, weil es auch medizinische Gründe geben kann, warum jemand nicht geimpft ist. All das sind Fragen, die müssen wir dann in diesen Verfahren beantworten, für jede einzelne Person, die das betrifft. Und wir haben eben alleine bei uns im Landkreis mehrere tausend Mitarbeitende in den Pflegeeinrichtungen und im medizinischen Krankenhausbereich, die da natürlich unter Umständen zu betrachten sind. Und das ist viel Arbeit, die da einfach mit drinnen liegt. Und das muss vorbereitet sein, so etwas. Das geht nicht von heute auf morgen, damit loszulegen. Sagt der Landrat von Vorpommern-Greifswald. Michael Sack, ich danke Ihnen für das Gespräch.